Guten Tag, mein Name ist Baumann, ich bin Lehrer in Berlin. Heute geht es mal ums Thema Macht. Was ist Macht? Macht ist, wenn einige mehr zu sagen haben als andere. Das wäre jetzt eine ganz einfache, aus dem Ärmel geschüttelte Definition. Klar, dass die Eltern mehr Macht haben als die Kinder, dass der Bürgermeister mehr Macht hat als die Stadtbevölkerung und so weiter und so fort. Die Kunst, mit Macht sinnvoll und richtig umzugehen, besteht darin, sie auf möglichst viele Leute zu verteilen, nämlich die, die in der Lage sind, diese Macht aufgrund ihrer Kompetenzen auch auszuüben. Ja? Also ein Handwerker weiß natürlich, wie er bestimmte Aufgaben ausführt. Damit wird er beauftragt, um das zu erledigen, und er bekommt dafür Geld. Ob das jetzt genug ist oder zu wenig, das ist jetzt nicht die Debatte, aber es ist eine Machtposition. Er weiß, wie es geht, sie beauftragen ihn und er bekommt sein Geld dafür, okay? So, jetzt gibt es natürlich Aufgaben, die müssen wir gemeinsam managen, wie zum Beispiel den Bau einer neuen Straße. Das kriegen wir nur dadurch hin, dass wir jetzt uns zusammentun, Geld zusammenschmeißen und sagen, wir suchen uns einen Bauunternehmer, der das Ding für einen vernünftigen Preis bauen kann. Das ist uns jetzt alles zu aufwendig, weil wir haben ja auch noch andere Sachen zu tun, als uns um den Bau einer Straße zu kümmern. Also wählen wir uns einen Bürgermeister und der macht es dann. Jetzt fangen die Probleme an. Dieser Typ ist vielleicht der Cousin vom Bauunternehmer. Ja? Und die Straße wird plötzlich in der Planung etwas breiter und etwas länger. Und der Preis im Angebot spielt plötzlich keine Rolle mehr. Und die Bevölkerung wird zusätzlich zur Kasse gebeten. Und sie fragen sich, was ist da los? Vielleicht gibt es die Möglichkeit für die Bürger zu einer Akteneinsicht, dass die dann einfach mal kritisieren können. Hallo Bürgermeister, du machst da was falsch. Und nächstes Mal, zack, wählen wir dich wieder ab. Damit das funktioniert, dass man so korrupte Leute wieder rauskriegt aus dem System, braucht man quasi eine vernünftige Geschwindigkeit. Die liegt im Moment bei so ungefähr 4 Jahren, in denen die Leute sich bewähren dürfen. Man kann natürlich auch fragen, wäre das nicht besser, wenn wir den jährlich abwählen könnten? Ja, wir, die Basis der Bevölkerung, wir, die das Geld verdienen für diese Arbeiten, die gemeinschaftlich zu erledigen sind. Wie kriegen wir das hin? So. Das wird Ihnen der Baumann jetzt nicht erzählen, weil über dieses Thema haben sich Gelehrte über Jahrhunderte beschäftigt. Dafür gibt es viele Bücher. Aber eines weiß ich ganz bestimmt, es funktioniert nicht so, wie aktuell unsere Bundesregierung regiert. Das ist eine Politik ohne Kompetenzen, ohne Weisheiten, ohne Nachweise, dass das, was da getan wird, überhaupt etwas taugt. Da wird mit Geld nur so um sich geschmissen, was sie gar nicht haben, was frisch gedruckt wird. Und als selbstverständlich vorausgesetzt, dass wir nicht jammern und nicht klagen und diese Kohle einfach abdrücken. Tja, das ist das Problem mit Macht. Ne? So. Und wer jetzt sagt, das ist halt das System, der übersieht dabei, dass das eigentlich nur das System Merkel ist. Ja? Vielleicht gibt es da noch ein paar Handvoll weitere Leute, mit denen sie ganz eng zusammen kooperiert, um diese Macht so zu konzentrieren, wie es zurzeit läuft. Aber das ist nicht in meinem Sinn. Das wäre nicht im Sinne von Willy Brandt gewesen. Das wäre nicht im Sinne von Karl-Raimund Popper gewesen. Das wäre nicht im Sinne von so vielen Gelehrten dieses schlauen Landes gewesen, was hier im Moment abgeht.
Ja? Also, die Nachweise, dass das, was da gelaufen ist, in irgendeiner Weise sinnvoll war, sind nicht erbracht worden. Und jetzt sagen sie, naja, das ist ja auch nicht so einfach, weil diejenigen, die an der Macht sind, die wollen ja, wie man so schön sagt, ihr Gesicht wahren. Nun gut, also das ist nicht so ganz einfach, auch aus meiner Sicht. Ne? Also die Nazis hätten auch niemals ihr Gesicht wahren können, nachdem sie den Krieg angefangen hatten. Deswegen mussten sie ihn so lange weiterführen, bis sie dann mit diesem ganzen Mist gegen die Wand gefahren sind. Ne? So, und diese Herrschaften, die jetzt gerade regieren, die werden auch diesen Trip so weiterfahren, bis sie gegen die Wand gefahren sind, wenn wir ihnen nicht bei der nächsten Wahl die rote Karte zeigen. Die Basis der Bevölkerung wählt eine Partei vielleicht, die die Basis auch vertritt. Das wäre doch eigentlich schon mal eine ganz gute Idee. So, aber unabhängig davon, ob sie diese Idee für gut halten, es gibt eine Menge von Parteien, die man wählen kann, außerhalb des Blockparteienspektrums, ich nenne das mal so, weil die Leute, die jetzt drin sind im System, die waren zum großen Teil nicht 4 Jahre drin, sondern 8 Jahre oder darüber hinaus, wie Frau Merkel. Das ist mit Sicherheit eine Klausel in vielen Gesetzen, die aus meiner Sicht in Zukunft abgeschafft gehört. Das wäre mein Wunsch, also dass niemand hier im Lande länger als, sagen wir mal, 4 Jahre an der Macht bleibt. Und dann müssen wir noch aufpassen, dass so etwas wie dieses Infektionsgesetz nie wieder passieren kann. Dass diese Ausnahmen, ja, Grundrechte können eingeschränkt werden durch ein Gesetz oder sowas. Ich weiß überhaupt nicht, wie der Scheiß da reingekommen ist. Grundrechte sind Grundrechte und die werden nicht eingeschränkt über ein Gesetz. Ist das klar? So, das wünsche ich mir von meinen zukünftigen Politikern. So, jetzt sagen sie, das ist ja bloß eine Meinung. Na klar, es ist eine Meinung. Haben Sie keine? Gestern traf ich einen, so einen Hobbyphilosophen, der sagte dann, mit Meinung, da habe ich ja sowieso so mein Problem. Meinung steht für Manipulation. Ich weiß nicht, wie er das meinte. Vielleicht hat er ja recht und es gibt da irgendwelche Diskussionen zu dem Thema. Er würde lieber von Ansichten reden. Ja, also das Wort Ansicht gefällt mir auch ganz gut. Aber ist das nicht Haarspalterei? Wie bei so vielen Dingen heutzutage. Die wesentlichen Aufgaben von Politik sind Infrastruktur, Bildung und Soziales. Ja? Und nicht diese Heckmeck mit irgendwelchen Viren, die, ja, dann soll man mal genauer hingucken, was da noch über ist von diesen ganzen Geschichten, die uns erzählen. Dass sie das jetzt weitermachen, heißt nicht, dass sie Recht hatten und haben. Es heißt einfach nur, dass sie das Gesicht wahren wollen. Und wenn sie zurückrudern, dann leider in einem Tempo, welches so langsam ist, dass es für mich unerträglich ist. Also, weiterhin klare Kante, Wahrheit auf den Tisch, weiter berichten. Der Bormann hat nie gelogen. Es gibt noch viele andere Leute, die die Wahrheit wissen und kennen und die werden auch mitarbeiten und helfen, die Wahrheit auf den Tisch zu kriegen. Und solche Typen hier, ja, die einfach für Machtkonzentration stehen, für Korruption und Kumpanei, ne, in ihren engsten Kreisen, wo sie sehen können anhand von Aktienkursen, von neuen Villen, die sie sich kaufen, anhand von durchgestochenen Nachrichten an investigative Journalisten, dass diese Typen korrupt sind. Ja, das darf nicht wieder passieren. Und in der Vergangenheit war das denn so, wenn so ein Ding durchsickert, ja, dann sind die raus. Gehen, bitte, gehen, raus, sofort. Das gilt im Moment für unsere komplette Bundesregierung. Es gibt sogar eine Petition zu dem Thema. Rücktritt der gesamten Bundesregierung wegen genau dieser Sache, ja? Jetzt fragen Sie sich, ob ich das unterzeichnet habe oder nicht. Na, gucken Sie doch nach. Die Daten sind doch öffentlich, wer da unterzeichnet hat. So.